Ja, herrlich, ehrlich, herr, ehrlich, herrlich. Der Wahnsinn. Wenn man mal überlegt, dass das hier alles Wüste war. Es war wirklich alles Wüste. Es war staubtrocken. Hallo und willkommen zurück zu Planet Crafter mit mir, der Cylinder. So, Leute, ich habe was vorbereitet. Und zwar habe ich den Gasextrahator schon gebaut. Und habe das schon extrahiert. ihr habt ja mein Inventar jetzt gerade gesehen. Und zwar habe ich schon alles vorbereitet. Ich habe hier Rinde geholt. Ich habe die verschiedenen Pflanzen zusammen gesammelt. Die eine Pflanze, die hatten wir, also die hier, die hatten wir drüben nach diesem Eis, wo das Eis, ich weiß nicht, wisst ihr noch, die Höhle, da, wo wir durch sind, wo der andere Gefangene abgestürzt ist. Da in dem Gebäude hatten wir das gefunden. Ich weiß nicht, ob der Loot überall gleich ist, aber jedenfalls ist es da hinten. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, weil ich mich gewundert habe, weil die Pflanze hat 450 Sauerstoffmultiplikator, ja. Und die ist einzigartig. So, ich habe bis jetzt keine andere so gesehen. Vielleicht habt ihr die mehrfach. Wenn nicht, dann wisst ihr Bescheid, dass ihr die Pflanze dort findet. Die Pflanze habe ich tatsächlich hinter den Schwefelbergen, da in der Gegend, gefunden. Also die ist mir ja da so vertreten. Die habe ich hier noch nicht gesehen. Und die blüht auch erst seitdem Kräuter. Ja, gut. So, ich müsste jetzt eigentlich alle haben. Ja. Und wir machen jetzt alle Baummuttergene mal durch. Also. So war das vorgesehen. Nice. Okay, es dauert. Das habe ich nicht gewusst, dass es dauert. Gut, dann werde ich das irgendwann anders machen. Ah, okay. Verdammt. Oh Mann. Ja, wow. Ich habe hier keinen Platz. Es ist halt wieder nur typisch. Typisch. Okay. Ich würde es tatsächlich so machen. Passt auf. Ich nehme einfach hier dreimal und stelle hier eine neue Kiste hin, die halt extra nur diesen Zweck erfüllt und reißt die danach wieder ab. Aber es ist schon irgendwie lustig. Okay. Aber da wir die Mutagene haben, können wir nämlich noch eine Sache machen. Ich glaube, ich habe auch keine Mutagene mehr übrig. Nee. Nee, aber wir brauchen zweimal davon. Und ach, müssen wir wieder Alpen fahren. Weil ich würde gerne die Rakete abschießen. Die mit den Bäumen. Die habe ich noch nicht abgeschossen. Tada. So, und zwar die hier. Da brauchen wir eine Bakterienprobe, eine Mutagenprobe und Baumrinde. Das ist ja, Baumrinde ist ja kein Problem. Alles andere eigentlich auch nicht, eigentlich. So, wir brauchen Algen. Ihr habt es wahrscheinlich gesehen, ich habe schon alle Algen aufgebraucht. Jetzt holen wir mal ein paar Elkchen. Ey, ich finde das Spiel immer noch Hammer. Also ich begleite euch, oder ich nehme euch jetzt mit. Wir sind halt schon sehr, sehr weit, ja. Ich denke mal, also wir nähern uns schon dem Ende. Es ist ein Early Access Game, ja. Also so schnell wird das Ende nicht kommen, aber wir sind hier schon bei 67%. Und ich schalte euch dann immer mal wieder dazu, wenn es dann halt, ne, durchläuft. Aber ich werde dann auch, sobald dann zum Beispiel hier der Baumsamenstreuer, sobald wir den hingestellt haben, der wird wahrscheinlich auch wieder ordentlich Sauerstoff geben. Und, ah ne, das T3. Wir brauchen ja erstmal hier den. Aber wieso heißt das Baum? Vielleicht, weil es ein Fortschritt vom Grasstreuer ist? Das ist. Weil, wieso steht der Verteiler T2? Also Saatgutstreuer.
Genau. Hä? Das ist seltsam. Wieso steht da Verteiler 2? Es gibt ja keinen Baumsamenverteiler 1. Wisst ihr, was ich meine? So, wenn es den geben würde, dann hätte ich den schon gebaut. Den haben wir, den haben wir. Das haben wir? Ja. Wir haben alles. Hier Nahrungszüchter müsste ich bei Zeiten mal bauen. Dann hier der Grasstreuer. Huch. Ach, Hydration. Mensch, lass mich doch mit sowas in Ruhe. Das ist doch schon lange kein Problem mehr. Aber ich finde es auch lustig, dass das, dass es immer grüner wird. Seht ihr das? Finde ich auch cool. Ach ja, sobald wir die Rakete abgeschossen haben. So. Wir können auch gleich mal ein paar mehr Raketen vielleicht herstellen. Ich glaube, ein bisschen Uran sollte ich vielleicht übrig lassen. Uran ist tatsächlich wenig, ne? Oh, ich brauche unbedingt mehr super Zeug. Zack. 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 So. Wir haben die Algen gebraucht für die ganzen Mutagen-Dinge. Ich will jetzt erstmal wenigstens eins abschießen. Genau, und Wasser. Wasser hätte ich eigentlich draußen gerade holen können. Als ich draußen war, habe ich nicht getrunken, als ich gerade draußen war? Doch. Es verschwindet so schnell wieder. Es wird halt auch schon wieder dunkel. Ich habe Angst im Dunkeln. Wir haben Angst und sind allein. So, dann stellen wir mal Bakterienprobe her. Wir brauchen hier eine Bakterienprobe und einmal Mutagen, ne? Genau. Okay. So, das heißt, wir brauchen eine Schwefel und eine Gas. Eine Gas. So, dann können wir tatsächlich eine Rakete schon wegschießen. Zack. Yay. Nee, wir haben doch noch super Dings gebraucht, ne? Ja, wir haben noch die Superlegierung gebraucht. Ja, die holen wir mal ganz schnell da drüben. Ah, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, dass ich, also gerade ich, bei Nacht dahin gehe. Wir wissen alle, was letztes Mal passiert ist. Licht an oder nicht? Es ist aber auch so dunkel hier zwischen den Dingern. Kannst du hier das Ding hochfliegen? Nee, kannst du nicht. Flieg mal hoch. So. Okay. Ja, wir müssten irgendwo super... Da. Nein! Ui. Okay, es wird wieder hell. Hilfe. Ich weiß nicht, ob ich gerade hier draußen sein möchte. So, aber wir brauchen 2 Stück davon. Wir sind tapfer. Hilfe. Wir sind tapfer, wir sind tapfer, wir sind tapfer. Wir schaffen das. Wir sind tapfer, Leute. Wir sind tapfer. Ist hier nochmal was? Nee. Dann müssen wir mal gucken, dass wir jetzt auf die andere Seite darüber kommen. Das ist, glaube ich, sogar tatsächlich gerade die Seite, auf der wir waren. Von der wir dann weg sind. Habe ich was zu essen dabei? Natürlich nicht. Naja. Okay, okay. Danke für den Schwefel. Aber vielleicht nicht so in mein Gesicht. Ach komm. Geh weg! Ich will das Spanio haben. Schwefel! Entschuldigung. Ich will ja nicht schmeckern, aber... Ich hab nichts zu essen dabei. Der Sauerstoff ist sogar nicht mal das... Oh mein... Hilfe! Kann mich jemand hören? Ich bin hier unter den Trümmern begraben. Ja, das wird bestimmt gleich weggehen. Bestimmt.
Naja, wenn wir sterben, dann ist das so. Oh, ich glaube, da ist gerade eins schon verschwunden, oder? Ich habe das Gefühl, dass die immer weiter auf mich drauf fallen. Oh Mann. So, liebe Kinder, und das passiert, wenn man nachts draußen unterwegs ist, ne? Deswegen, bleibt zu Hause, bleibt sicher. Ja, ich habe noch Sauerstoff. Ich wollte nur ein bisschen ausreizen. Ja, die werden bestimmt gleich verschwinden. Schade, dass ich die Brocken nicht irgendwie weghauen kann. Kann ich hier irgendwas hinbauen? Was mich vielleicht befreit? Eine Rakete. Oh Mann. Oh mein Gott, ich bin frei. Leute, ich bin frei. Nix wie weg. Nix wie weg da. Oh, das ist schön. Ja, Osmanium muss nicht mal so. Also, ja, gut. Osmanium, Schwefel. Aber wir beschleunigen, glaube ich, um einiges den Wachstum von Bäumen. Und wir haben es ja nicht mehr viel. Bis wir beim Baumwachstum sind. Und dann wachsen hier überall wunderschöne Bäume. Tipp, tipp. Trippel die Trapp. Ja, Nahrung. Da ist jetzt ein Baum drin, oder? Sag mir bitte, dass da. Ah, oh, ist ein hässlicher Baum. Entschuldigung. Ich hebe ab. Nichts hält mich am Boden. Tschüss, Baumrakete. So. Alles klar. Jetzt müssen wir was essen. Dam-di-dam. Wir haben nochmal zwei Raketen. Also müssen wir mal gucken, dass wir nochmal eins wegschicken. Da brauchen wir aber wieder erstmal wieder mehr Algen für. Es kommen schon die nächsten, die Meteoriten, oder? Nee, das sind die Baumwinde. Genau. Wie das klingt, die Baumwinde. Ja, gut, ne? Also 119, 1526 Sauerstoff. Ja, läuft, läuft. Ein bisschen was, ein bisschen. Ja. Was wollte ich beim Sauerstoff freischalten? Ach, genau das. Ah, nee, das sind die allgemein. Ich habe tatsächlich noch Sauerstoff. Ja, hier Wärme habe ich komplett ausgereizt. Es ist noch Sauerstoff und es ist noch Luftdruck. Finde ich ja auch noch so krass, ne? Dass ich den Luftdruck habe ich ja auch nur die Maschinen hier. Und es war schon immer so, dass ich Luftdruck da ein paar Problemchen hatte, ne? Naja, aber dafür läuft jetzt Sauerstoff. Ach, schaut mal an, wie grün das wird. Ach, ich freue mich so, wenn hier anfangen, die ersten Bäume zu wachsen. Schaut euch das an. Schaut euch das an, wie wundervoll das aussieht, ehrlich. Es ist halt hier noch ein bisschen grüner geworden. Und ich wette mit euch, es kommen jetzt langsam Bäumchen. Naja, ganz ehrlich, aber bei den ganzen Meteoriten, die hier runterfallen. Also wenn ihr euch überlegt, wie die Welt hier aussah, bevor wir herkamen. Wahnsinn, wie die sich verwandelt hat. Ist der Wahnsinn. Ich meine, wir haben zwar noch ein paar Wüstengebiete. Ich schmeiß das jetzt einfach mal hier rein. Ich gehe mal hoch, auf jeden Fall was essen. Ich möchte jetzt noch zum Abschluss. Wir haben ja jetzt noch ein bisschen. Aber ich möchte zum Abschluss mit euch mal ein bisschen einen Rundflug machen, damit ihr euch mal die Veränderung anschaut. Da sind bei 71%. Jetzt geht's langsam los, hier die ersten Gräser. Ich bin mal gespannt. Also ich habe nicht so das Gefühl, dass dieses Eis schmilzt. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob das überhaupt Eis ist. Oder ob es, sag mal,
ob es einfach so Steine sind. Wir haben übrigens auch noch nicht alle Höhlen gefunden. Mir ist nämlich aufgefallen, dass mein Mann in eine Höhle rein ist, die ich noch gar nicht kannte. Oder waren wir da schon? Ich glaube, wir waren schon mal in der Höhle drinne. Sind aber nicht weitergegangen. Müssen wir mal gucken. Aber hier, das sieht doch geil aus, oder? Karibik, Leute, Karibik. Das da hinten sieht auch interessant aus. Sieht aus wie eine. Lol, wie eine. Das sah gerade einfach aus wie so eine Mauer. Wie eine grüne Mauer. Moment, wir holen mal kurz Sauerstoff. Ich weiß gar nicht, habe ich das hier alles geleert? Hab ich. Ja, seh ich gerade. Habe ich alles geleert. Ja. Ja, gut, ich muss ganz ehrlich sagen, bis auf hier, das Zeug und das und die paar Stäbe, ist halt ein. Oh, das vielleicht noch. Aber der Rest ist Schmutz. Ja. Oh, Dinger. Gut, der ist kein Schmutz. Wir nehmen mal das Essen und so mit, damit wir gleich nicht verhungern oder so. Aber der Rest kann eigentlich hier bleiben. Ist alles nicht so wichtig. So. Hier liegen überall meine Tüten rum. Ich weiß, dass ich so ein Zerstörungsding habe. Da könnte ich es auch zerstören. Schau dich mal an, wie grün das ist. Auch da hinten der ganz grüne Berg. Aber ich finde es krass, dass hier nicht so viel wächst. Okay. Wächst das schon der erste? Sind das die ersten Bäume? Alter Schwede. Wie geil ist das denn? Das haben wir drüben nicht. Okay, gut, vielleicht haben wir es mittlerweile. Nice. Die ersten Kletterpflanzen. Ja, das wird wahrscheinlich hier tropische Gebiete. Und es regnet. Stellen wir uns mal unter. Ha. Nee. Ja, herrlich. Ehrlich, ehrlich, herrlich. Der Wahnsinn. Wenn man mal überlegt, dass das hier alles Wüste war. Es war wirklich alles Wüste. Es war staubtrocken. Da hier. Ach, da sind die anderen. Die waren hier also. Okay, nice, nice, nice. Und das ist, glaube ich, auch die Höhle, die ich meinte, oder? Ach so, nee, das ist einfach nur so eine kleine Höhle. Die hat gar nichts zu bedeuten. Glaube ich. Okay. Oh, da ist noch eine Kiste. Also die neuen Kisten, die runterkommen, die haben ja schon den richtig guten Loot. Ja. Zum Beispiel diese Pflanze. Wodurch? Wodurch habe ich jetzt den normalen Baumsamenstreuer bekommen? Ist ehrlich gesagt eigentlich auch egal. Wir werden den jetzt bauen. Wie geil ist das denn? Oh, ich freue mich. Haben wir hier noch irgendwie? Oh, wir haben hier sogar noch eine Statue rumliegen. Gut. Ja, Schwefel brauche ich jetzt eigentlich wieder nicht mehr. Aluminium habe ich tatsächlich. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben klingen. Aber ich habe tatsächlich momentan keine Probleme mehr mit Aluminium. Es steht tatsächlich nicht mehr auf Platz Nummer 1, aber ich werde es ein bisschen mitnehmen. Genauso wie. Moment. Genau, Titan und Silizium. Gibt es hier nicht. Dünger, ganz wichtig. Dünger ist ganz wichtig.
Oh, das sieht aus wie so eine richtige Wasser... Es ist eine Wasserhöhle. Es ist eine Wasserhöhle. Oh, wie geil ist das denn? Es ist eine Wasserhöhle. Oh, herrlich. Subnautica, bist du es? Nein, Spaß. Ach, Wahnsinn. Okay. Wie cool ist das denn? Also da ist das geschmolzene Eis, damit ich dann halt hier durchkomme. Genau. Ich würde tatsächlich dann das Ding hier aufstellen. Damit ich weiß, ah, okay. Hier ist auch Hole. Ich hol... Ah, okay, gut. Ich kann... Ein bisschen frage ich mich, wo ich jetzt gelandet... Okay, ich bin hier gelandet. Wisst ihr, was ich mich gerade so wundere? Weil ich es in der Höhle nicht hinstellen konnte. Und hier ist auch alles wieder trocken. Ja, okay, gut, das ist dieses Gebiet. Nein, es ist da unten jetzt auch grün geworden. Nice. Oh, hier liegt überall noch Osmanium und Schwefel. Okay, wir brauchen mehr... Also, wir müssen sowieso mehr Dünger herstellen. Und von daher ist es okay. Das heißt, wir brauchen... Uiuiui. Ach, Gott sei Dank. Also, ich sage einfach Gott sei Dank, weil die Kiste leer ist, weil ich mich nicht beherrschen kann und die looten müsste. Ja. Hm. So, wir werden jetzt aber noch die Baumstreuer hinstellen. Was brauchen wir dafür? Ein Mutagen, Biokunststoff und Baumrinde. Ja, ist eigentlich kein Problem. Was bräuchte ich denn noch fürs Mutagen? Müsste ich gleich mal gucken. Was bräuchte ich denn noch fürs Mutagen? Gehen. Da bräuchte ich das. Da brauche ich Algen. Alge. Da habe ich nur eine. Okay. Also, passt auf. Wir gehen jetzt mal raus und gucken mal in die See rein. Können gleich das Wasser mitnehmen. Dabei habe ich so viele Algenpflanzen. Sind aber regelmäßig, werden die abgefarmt. Ich glaube, ich muss mehr aufstellen. Aber ich glaube, die Baum... Ey, ohne Witz. Ich habe ja schon Sauerstoff, habt ihr ja gesehen. War schon bei 119. Wenn ich die Baumstreuer jetzt noch aufstelle, die ja auch nochmal ordentlich Sauerstoff geben. Und ich werde dann ja auch jetzt gleich bei Mutagen erstmal die teuerste Blume erforschen. Weil die gibt wahrscheinlich auch den teuersten... sagt man, den teuersten Baum. Und dann packen wir den gleich in den Streuer rein. Und dann wird gestreut, Leute. Dann wird ordentlich gestreut. Ich wollte das Wasser mitnehmen. Egal, ich habe sowieso volles Inventar. Und ich habe 3 Flaschen. Also, sollte sich alles ausgehen. Ah, aber ich habe den ganzen Schwefel Habe ich den Schwefel überhaupt gebraucht? Ja, habe ich. Gut, dann nehmen wir eine Schwefel, eine das. Und dann haben wir unser Mutagen. So, genau. Dann nehmen wir die Rinde. 1 beiseite, 1 gebaut. So, und dann bauen wir genau hier in die Mitte unser erstes Bäumchen. Ich brauche die Bakterienprobe. Ich brauche kein Mutagen, ich brauche eine Bakterienprobe. Oh Gott. Wieso bin ich so doof? Na gut, dann noch einmal. Ich meine, ich werde die Mutagen-Probe sowieso irgendwann gebrauchen. So. Also, es wird nicht schlecht. So. Silizium und Pilze. Pilze und Silizium. Oh, die Musik. Also, ich wollte noch den Baum, den größten, besten Baum erforschen. Das heißt, wir nehmen auch die beste Blume, eine Rinde und ein Mutagen haben wir ja noch. So, ein Mutagen, das raus. Nein, kein Wasser. Rinde und die Blume. Forschung. Ja, das dauert jetzt wahrscheinlich auch am meisten, ne? Wir haben tatsächlich hier so ein schönes Ding.
Da werden wir die alle reintun. Es gibt zwar 8 Bäume, aber den, den wir jetzt anpflanzen, den pflanzen wir ja an. Obwohl, nee. Bevor wir gar nichts anpflanzen, sollten wir vielleicht diesen Baum anpflanzen. Ich hab die ganze Rinde rausgepackt. Irgendwas ist halt immer. Ich würde ja gerne Ausreden für mich finden, aber... Ich glaube, das sagt mehr als 1000 Worte. Was ist denn jetzt... Oh, Biokunst, dein Ernst. So viel zu dem Thema, ob ich mir die Rezepte merken kann. Nein. Offensichtlich nicht. So, wir pflanzen jetzt einen Baum und schicken da nochmal eine Rakete los. Das mache ich dann wahrscheinlich aber schon ohne euch. Ich wollte den Weg nochmal mit euch fliegen. So ist das. Gut. So, jetzt bauen wir den. Wieso kann ich den hier nicht bauen? Was? Platziere ich einen Baumsamen, um deinen ersten Baum wachsen zu lassen, muss auf einer Wasseroberfläche gebaut werden? Okay. Okay. Krass. Na denn? Bäumchen. Krass. Oh, seht ihr, wie es arbeitet? Da. Also wir werden das ja auch dann noch ändern, ne? In den anderen Baum. Okay, das Video geht eigentlich schon wieder viel zu lang. Ich wollte eigentlich noch warten, bis das Bäumchen auch wächst. Aber wir können ja gucken, wie sich das verändert hat. Zwecks dem Sauerstoff. Weil das müsste ja ordentlich Sauerstoff geben, oder? 920. Im Gegenteil zu 350, was vorher war. Nur, no, ist ordentlich, ist ordentlich. Ja, sind auch bei 131.000. Es ist halt eine Hausnummer, nicht? Ich frage mich, ob der Baum jetzt unterirdisch wächst. Baum? Wo bist du? Na gut. Ihr werdet ja dann bei der nächsten Folge, denke ich mal, sehen, wie der Baum aussieht. Und seine Freunde wahrscheinlich auch. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.